Hallöchen zusammen und ich grüße euch zu einem neuen Testvideo. Wir schauen uns das hier an. Quasi Mozartkugel für Frauen und das sage nicht ich, denn das Design schreit eindeutig danach. Das sind Mozartkugeln für Frauen. Also nicht, dass ihr denkt, ich wäre sexistisch oder sowas, dass ich jetzt sage, es muss extra was für Frauen geben oder rosa ist Frauen. Aber ich glaube doch, dass das darauf abzielt. Wenn nicht, habe ich mich geirrt und kriege jetzt gleich einen Shitstorm. Konstanze Mozartkugeln, Mozartkugeln 2020 Summer Edition mit Himbeeren. Wir schauen sie uns an und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Also seien wir ehrlich, ich finde schon, dass das darauf abzielt, dass jetzt auch die holde Weiblichkeit dort draußen eine eigene Mozartkugel hat. Und das finde ich irgendwie gut, weil Mozart ist ja vielleicht für... Ich meine, warum sollten Frauen keine normalen Mozartkugeln essen? Das will ich damit gar nicht sagen, aber ich bitte euch, das sieht doch einfach danach aus, als ob es jetzt Mozartkugeln extra für Frauen geben soll. Finde ich gut, denn so kann ich sie auch probieren. Diese Sommeredition mit Himbeere, Konstanze Mozart, die ich übrigens googeln musste, ist übrigens die Frau von Mozart gewesen. Das Ganze hier auch von Reber. Wir haben hier 5 Mozartkugeln drin für den recht stolzen Preis von 3,90 Euro. Ich bin mir gerade nicht sicher, was die normalen Mozartkugeln kosten, aber ich glaube, die sind ein bisschen günstiger. Das Ganze ohne Palmöl. Sehr schön. Die normalen Mozartkugeln, Zartbitterschokolade, Nougat, Marzipan, Marzipan-Nougat. Das ist drin. Pistazien-Marzipan, nicht Marzipan-Nougat. Und hier haben wir drin... Praline aus weißer Schokolade, sehr, sehr geil, mit einer Haselnuss-Nougat-Kern, also quasi auch Nougat, mit einer Marzipanfüllung auch und mit Himbeeren hier aber. Ja, die Zutaten, das kann man alles irgendwie ziemlich schlecht lesen hier auf diesem Druck, da hätten sie mal schwarz machen können, dann hätte es vielleicht nicht so unschuldig ausgesehen. Wir haben hier hauptsächlich drin sowas wie Vollmilchpulver, wir haben hier drin Schokolade, in der weißen Schokolade, genau. Achso, 14% Vollmilchpulver in der weißen Schokolade. Wir haben Zucker drin, wir haben Mandeln, wir haben Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse haben wir auch drin. Himbeer, Fruchtpulver, Aromazubereitung, natürliches Aroma, Feuchtigkeitsmittel, Alkohol, Hallöchen, Rum ist auch drin. Sorgungsmittel, Zitronensäure und so weiter und so weiter. 100 Gramm, 5 Stück, also wiegt 21 Gramm. Und wir haben hier folgende Umdrehungen. Wenn die Kamera das scharf stellen würde, 512 Kilokalorien pro 100 Gramm. Also haben wir hier ja so einen wirklich schönen, ordentlichen kleinen Snack. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Habe ich bei Edeka übrigens entdeckt. Wird es aber sicherlich auch woanders geben. Moment. So. Hier haben wir sie. So sehen sie aus, hier mit diesem Bild drauf. Schön eingepackt. Ja, nice, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich mag ja weiße Schokolade. Himbeeren geht auch immer. Hübsch. So, hier haben wir sie. Ja, halt weißes, weiße Kugel. So sieht aus wie eine Mozartkugel. Ist jetzt soweit nicht spektakulär. Ups, das habe ich den Autofokus verstellt. So. Also diese Tüte ist sehr undienlich, um schöne Fotos zu machen. Das nervt mich jetzt hier gerade. Jetzt habe ich hier ein scharfes Messer. Und jetzt gucken wir da mal rein. Ah, schaut sie euch an. Hier eben Marzipan mit Himbeerfrucht quasi drin. Außen wirklich sehr dick weiße Schoki, gefällt mir sehr gut. Und hier innen drin einen Nougatkern. Ich muss mal eben ein, zwei Fotos noch für Instagram machen und dann wird probiert. Ja, die Leute, die mir auf Instagram noch nicht folgen, die sind übrigens herzlich eingeladen, das auch zu tun oder auch meiner Facebook-Seite. Und wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, es wäre absolut toff, wenn ihr dem folgt. Ich danke euch vielmals für diesen Support. Also, haben wir gerade geschaut, was drin ist. Ich werde jetzt mal versuchen, das hier ein bisschen die weiße Schoki hier so abzupflücken. Moment. Mal gucken, wie die so ist. Knackig. Habe jetzt ein bisschen was von dem Himbeermarzipan mitbekommen. Mhm, schmeckt mir sehr gut. Schöner Geschmack. Knackig und so vom Schmelz. Würde ich jetzt mal mittelmäßig sagen. Und jetzt, ich versuche das jetzt hier auseinander zu fummeln und damit gleich das Ding als Ganzes probiert.
damit ich euch sagen kann, wie denn so die einzelnen Bestandteile schmecken. Manchmal ist das ein bisschen Fummelei, aber Nougat kommt mir ein bisschen milder vor als bei den Reberkugeln, aber auch sehr süß, aber wirklich nur eine ganz leichte Haselnussnote. Das ist nicht ansatzweise so intensiv wie die Reberkugeln. Ist halt wie eine Frau. Frauen sind halt auch zärtlicher, sanfter und so auch diese Mozartkugel. Muss man heutzutage echt Angst haben, was man sagen. Wenn ich das sage, dann würde man mir den Wörter im Mund umdrehen und sagen, ich würde sagen, Frauen sind schwach. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich sage, sie sind sanfter. Gott, Hilfe, ich sage lieber gar nichts mehr. Also, lecker. Himbeermarzipan hat mir auch gut geschmeckt. Und jetzt die Kombination von allem. Das ist großartig. Dieser Knack der Schokolade. Also auch bei den normalen Kugeln schon. Ja, wirklich gut. Die sind halt, also ich finde halt, wie gesagt, bei den normalen Mozartkugeln schon diesen Kontrast gut. Außen so knusprig, dann wird es innen drin weich. Ich habe den Eindruck, dass die hier innen drin ein bisschen weicher sind, aber vielleicht irre ich mich auch. Das ist schön, dieser Himbeere gibt wirklich so eine säuerliche Note dazu mit der weißen Schokolade. Das ist fruchtig und ich sage mal sommerlich oder leichter. Dieser Nougat innen drin, ich finde, der geht ziemlich unter dieser Marzipanmasse, weil er halt wirklich nicht ansatzweise genug Wumms hat, um da hervorzustechen. Und während ich jetzt hier labere, schauen wir uns einfach mal hier den schönen Fingerhut auf meinem Balkon an. Ich sehe den nicht gerade. Und den ich übrigens bald wegwerfen muss, weil ich die Paranoia entwickelt habe, dass hier irgendwelche Vögel dran gehen und die Blätter fressen. Das ist nämlich alles andere als eine sehr ungefährliche Pflanze. Man sollte halt die Blätter nicht fressen. Gut, okay, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht dann doch wieder hier um die Reberkugeln. Die sind, wie gesagt, ganz lecker. Aber ich muss sagen, sie hauen mich jetzt auch nicht komplett aus den Latschen. Ich finde sie preislich, wie gesagt, recht hochgegriffen. Aber man muss auch sagen, es sind sehr feine Pralinen. Es ist jetzt nicht so ein Billigzeug irgendwie. Von daher ist das schon okay. Vielleicht ein Euro günstiger wäre auch fein. Wenn man die im größeren Pack kauft, werden die auch nicht so viel billiger. Dann sind sie sogar eher teurer. Wenn man so ein Schächtelchen noch hat, dann kosten die mehr, obwohl mehr drin sind, als wenn man diese kleinen kauft. Probiert sie aber gerne mal aus. Wenn ihr Mozartkugel-Fan seid, ist einfach mal was anderes. Passt wirklich gut zum Sommer. Und sie sind auch lecker, will ich gar nicht sagen. Nur mich persönlich begeistern sie es nicht. Wer weiß, wie sehr. Trotzdem unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr das mögt. Vielleicht habt ihr sie auch schon probiert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und ich sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.